Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Nicolas Georgakis, aka Nicky Tall und herzlich willkommen auf meinem Kanal und hier vor dem Albatros Palace Resort in Hurghada, Ägypten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Hotel und schauen uns mal gemeinsam an. Was ich zu dem Video sagen möchte, das Video ist gefilmt mit einem iPhone 12 Pro ohne irgendwelche Farbbearbeitung oder irgendwelche Korrekturen. Und hier sind wir auch schon im Eingangsbereich und kommen direkt in die Lobby hinein. Unten links habe ich euch mal den Faktencheck eingeblendet und eine der wichtigsten Informationen ist, dass dieses 5-Sterne-Hotel ein All-Inclusive-Prinzip besitzt und gerade mal 15 Minuten vom Hurghada-Flughafen mit dem Bus entfernt ist. Hier links seht ihr die Rezeption, was eure erste Anlaufstelle ist, wenn ihr ins Hotel reinkommt und eincheckt, und dort werdet ihr in allen möglichen Sprachen bedient und über das Hotel aufgeklärt. Jetzt sind wir einmal durch die Rezeption durchgegangen und befinden uns sozusagen in der ersten Etage, die Eingangsetage, wo ihr einmal einen Überblick über die Anlage auch bekommen könnt. Aber als erstes würde ich sagen, nach dem Einchecken geht man natürlich direkt aufs Zimmer. Das Albatros Palace Resort ist quasi aufgebaut wie ein U mit der Poolanlage in der Mitte und links und rechts jeweils zwei Flügel, wo ihr zu den Zimmern kommt. Das Albatros Palace Resort hat insgesamt 621 Zimmer und ich würde euch jetzt einfach mal einen ganz normalen Standard-Room zeigen mit Poolblick, den ich selber auch gebucht hatte. Die Zimmer sehen von innen relativ identisch eigentlich alle aus, deswegen ist das hier ein ganz gutes Beispiel. Wenn ihr Fragen spezifisch zu irgendwas habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare, ich lese es mir durch. Die Zimmer bieten reichlich Platz und ich war eine Woche mit zwei Personen in dem Hotel und war mit dem Badezimmer als auch mit dem Rest vom Zimmer und dem Balkon sehr zufrieden. In jedem Schrank befindet sich ein Safe, in der linken Seite habt ihr viele einzelne Fächer und in der rechten Seite ja etwas, wo ihr lange Klamotten reinpacken könnt. Das war ein normales Standard-Doppelzimmer und jetzt zeigen wir euch mal eine Suite. Ihr kommt rein und habt ein großes Wohnzimmer und dann ein Schlafzimmer, in dem Fall hier mit Meeresblick. Dann habt ihr ein sehr, sehr großes Badezimmer. Als auch einen begehbaren Kleiderschrank. Von da aus könnt ihr raus auf eure eigene Terrasse, in der ihr einen eigenen Jacuzzi als auch Sonnenliegen sowie weitere Sitzmöglichkeiten habt. Von ihr aus habt ihr einen Ausblick einmal nach links in die Poolanlage als auch nach rechts auf den Strand sowie das Meer. Jetzt sind wir wieder an unserem Anfangspunkt auf der ersten Etage, wo ihr mal sehen könnt, wie das Hotel aufgebaut ist mit dem Flügel links und rechts und dem U und dem Pool in der Mitte. Hier einmal von unten nach oben gefilmt, wo ich gerade stand. Und hier einmal nach links zu den Zimmern. Als auch ja, nach rechts. Diese langen Gänge sind alles Zimmer. Nachdem ihr eingecheckt habt und auf euren Zimmern wart, kommen wir nun zu einem der wichtigsten Punkte, der bei einem All-Inclusive-Urlaub natürlich eine ganz große Rolle spielt, und zwar das Essen. Dafür fangen wir mal in der zweiten Etage ganz oben an und arbeiten uns jetzt einfach mal durch die ganzen Möglichkeiten, die dieses Hotel zu bieten hat. Jetzt sind wir auf dem rechten Flügel in der Dachterrasse angekommen, das nennt sich Red Sky, was auch nachts eine sehr schöne Location ist, wo man sitzen kann, als auch tolle Fotos machen kann. Wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, dann kommen wir direkt auf die Dachterrasse, was mein absolutes Highlight dieses Hotels ist, wo ich auch immer am liebsten zum Frühstücken hingegangen bin. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr da seid, kriegt ihr auch vielleicht einen richtig schönen Sonnenaufgang zu sehen. Der Ausblick von der Dachterrasse ist einfach traumhaft, egal zu welcher Uhrzeit. Und der ist tatsächlich so, wenn nicht sogar schöner, als er auf Bildern im Internet gezeigt wird. Wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, kommen wir auch schon auf das erste Restaurant, was sich hier auf der Dachterrasse befindet. Hier bekommt ihr Frühstück, Mittag als auch Abendessen.
Das Personal habe ich als sehr freundlich zuvorkommend und auch humorvoll aufgenommen, die für den einen oder anderen Spaß auch immer zu haben waren. Das Frühstück bietet eine sehr große Auswahl mit verschiedenen Broten und Toasts, Ei in jeglicher Form, Omelette, Rührei, gebraten, gekocht, englische Varianten Baked Beans, als auch vegane und vegetarische Varianten Kartoffeln, Süßspeisen sowie auch Müsli und Joghurt, Wurst, Käse, Obst, Dressing für den Salat, frisch gepresste Säfte, als auch Salat und Gemüse selber. Frühstück wird in verschiedenen Bereichen des Hotels serviert und es sollte wirklich für jeden was dabei sein. Hier einmal eine selbstgemachte Falafel-Variante, die auch sehr lecker geschmeckt hat. Und nun einmal der wundervolle Ausblick, den man morgens beim Frühstücken genießen kann. So, von der Dachterrasse gehen wir jetzt einmal runter in die erste Etage und von da aus runter ins Erdgeschoss der Ground Floor. Hier hinter mir befindet sich das große Hauptrestaurant, wo es auch Frühstück, Mittag als auch Abendessen gibt. Die Auswahl an Essen fand ich schon fast erschlagend, weil es so viele Möglichkeiten gibt, an verschiedenen Orten im Hotel zu essen, dass ich es in einer Woche nicht geschafft habe, alles durchzuprobieren. Es gibt natürlich auch gewisse Basics wie Pasta, Pommes, Pizza etc., dass, wenn man mal nicht so experimentierfreudig ist, immer etwas finden wird, wo man sich darauf verlassen kann. Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, ist auch nur das eine Restaurant, welches ich euch am Eingang gezeigt habe. Die anderen zeige ich euch aber gleich. Ein absolutes Highlight ist für mich das Dessert nach jedem Abendessen, was echt mit so viel Liebe dekoriert und zubereitet wird. Und da kann ich euch nur empfehlen, lasst euch nach der Hauptspeise noch ein bisschen Platz, damit ihr hier richtig viel probieren könnt. Jetzt gehen wir mal ins nächste Restaurant und das hier ist der asiatische Bereich. Den findet ihr auch auf dem Ground Floor, direkt links neben dem anderen Restaurant, wo wir gerade drin waren. Hier wird direkt vor euren Augen gekocht, als auch andere asiatische Gerichte, die gerade zubereitet worden sind. Des Weiteren findet ihr hier auch eine Auswahl an Sushi, als auch kleine Beilagen wie Krabbenchips etc. Natürlich gibt es hier auch eine Salatbar, wie in jedem anderen Restaurant auch. Jetzt kommen wir in das nächste Restaurant, was sich rechts neben der asiatischen Küche befindet und sich Kulina nennt. Hier werden die fündig, die sich gerne in dem Bereich Meeresfrüchte und Fisch etc. ausprobieren möchten. Ihr könnt euch selber hier Sachen zusammenstellen, als auch Sachen, die schon fertig serviert werden. Wo ich vorhin auf der Dachterrasse mit euch frühstücken war, gibt es natürlich auch Abendessen. Hier werden mehr die fündig, die mehr auf die Basics setzen, wie Reis, Fleisch, Pommes, Salat und Soßen. Hier gibt es täglich eine variierende Auswahl an Lamm, Rind oder Geflügel. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die Auswahl an anderen Gerichten wie Lasagne oder andere Pastasachen. Pommes und Pizzaliebhaber kommen auf jeden Fall hier nicht zu kurz. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Speisehighlight des Hotels und zwar die Tagine. Das ist ein marokkanisches à la carte Restaurant, bei dem ihr euch einen Tag vorher ankündigen müsst und dann könnt ihr hier à la carte bestellen, was ihr möchtet. Wo ich vorhin im Eingangsbereich auf der Terrasse gestanden habe, wird nachts eine Cocktailbar aufgebaut, an der ihr euch auch bedienen könnt. Des Weiteren findet ihr zahlreiche Bars im Hotel verteilt, an denen ihr auch immer Getränke bekommen könnt. So, nachdem ihr eingecheckt habt und gegessen habt, zeige ich euch jetzt mal den Rest von der Hotelanlage und was es mit der Poolanlage auf sich hat und bin einmal für euch komplett abgegangen, damit ihr euch mal wirklich eine Dimension davon machen könnt, wie groß das Ganze ist und dass es tatsächlich, ja, nicht nur auf Bildern groß wirkt, sondern tatsächlich, wie das Hotel in echt wirkt. Hinter uns ist das Restaurant und nach vorne geht's zu den Pools.
Jetzt haben wir sozusagen den ersten Pull hinter uns gelassen und befinden uns jetzt zwischen dem ersten und zweiten, wo auch ja, die Handtuchausgabe als auch ärztliche Versorgung sowie auch die ein oder anderen Spiele schon zu finden sind. Jetzt kommen wir am zweiten Pool vorbei, in dem sich auch, wie ihr es auf den Fotos sicherlich schon gesehen habt, diese Poolbar befindet, wo ihr ja vom Wasser aus rangehen könnt, als auch über die Brücke von innen aus reingehen könnt. Die zeige ich euch aber auch später nochmal. An der Abzweigung angekommen, haben wir jetzt die beiden großen Pools hinter uns gelassen. Hinter mir gibt es einmal den dritten Pool, der auch beheizt ist, und rechts geht's dann zum Strand. Das ist der dritte Pool, der auch beheizt ist. Das spielt aber erst eine Rolle, je nachdem in welcher Jahreszeit ihr hier seid. Nachts macht's natürlich auch alles einen schönen Eindruck hier. Jetzt gehen wir mal sozusagen am linken Flügel den Weg wieder zurück. Ja, wo wir einmal am dritten Pool vorbeigehen und dann einmal auch in den Kinderbereich kommen, den ich euch auch zeigen möchte. Der Kinderbereich ist auch beheizt und befindet sich sozusagen dort, wo der zweite große Pool ist, aber die sind voneinander abgetrennt. Am Kinderbereich vorbei gibt es halt einmal noch den Kinderbereich mit Spielgeräten, als auch wie hier links zu sehen die Snackbar, wo es auch sowas wie Crepes und andere Sachen täglich gibt. An der Bar vorbei kommt ihr hier links zu der Poolbar, von der ich vorhin gesprochen hatte. Die könnt ihr entweder über diese Brücke hier erreichen, als auch ja, über den Pool, wenn ihr im Wasser seid. Jetzt habe ich euch die gesamte Poolanlage einmal gezeigt und was jetzt interessant ist, wie geht es zum Strand und wie sieht dieser aus? Wir drehen uns jetzt einmal um und gehen sozusagen vom letzten Pool einfach noch weiter Richtung Meer. Links seht ihr den Pool, da der Zwischenbereich und rechts geht's dann an den Strand. In dem Strand habt ihr sehr viele ja, Liegegelegenheiten, als auch diese kleinen Pavillons. Es ist alles optisch sehr schön hergerichtet, der Sand wird jeden Morgen glatt gezogen und mir hat der Strand persönlich sehr gut gefallen. Über den Steg kommt man einmal in den Bereich, wo man schwimmen kann, als auch schnorcheln gehen kann, denn das ist das hauseigene Riff, in dem man wirklich sehr viele Fische sehen kann. Links in dem kleinen Handy seht ihr mich beim Windsurfen, denn das Albatros Palace Resort hat auch noch eine hauseigene Surfschule mit angeschlossen, wo ihr gegen kleines Geld euch mal probieren könnt. Jetzt kommen wir vom Strand hoch und gehen nicht direkt zum Pool, sondern einmal nach rechts zur Snackbar. Hier werdet ihr auch reichlich mit Essen und Getränken versorgt und habt von da aus nicht weit wieder zurück zum Strand, als auch zum Pool zu gehen. Hier rechts seht ihr noch ein Volleyballfeld, was ihr auch benutzen könnt, als auch dahinter ein weiteres Hotel von Albatros. Dort dürft ihr die zwei Erwachsenenrutschen benutzen, als auch den Tennisplatz für die, die Tennis spielen möchten. Das All-Inclusive-Armband gilt allerdings nur in eurem eigenen Hotel. Jetzt gehen wir über den linken Flügel bzw. linken Weg mal wieder zurück zur Lobby. Hier kommen wir nochmal am Kinderbereich vorbei, wo es auch noch weitere Sachen gibt. Und hier links seht ihr gleich eine Tafel, wo immer das Animationsprogramm aufgeführt ist. Es gibt noch weitere Aktivitäten, die ihr außerhalb von dem Hotel machen könnt, die aber mit dem Hotel direkt nichts zu tun haben, die ihr über einen Reiseveranstalter buchen könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, in Hurghada gut feiern zu gehen, als auch irgendwelche atemberaubende Quad-Touren zu machen. Dazu kann ich euch in meiner eigenen Instagram-Story in den Highlights mehr zeigen. Schaut mal vorbei bei Instagram und guckt euch mal das Highlight von Ägypten an. Jetzt sind wir wieder vorne im Hauptgebäude angekommen und jetzt ist noch der letzte Bereich, den ich euch zeigen möchte, der hauseigene Spa-Bereich. Wie ihr unten links erkennen könnt, bietet das Albatros Palace Resort auch zahlreiche Fotospots. Jetzt sind wir im Spa-Bereich angekommen, wo sich auch der Fitnessraum als auch ein Friseur befindet. Nach links geht es einmal in den Fitnessraum und nach rechts habt ihr den Eingang vom Spa-Bereich.
Hierzu würde ich vorschlagen, erkundigt ihr euch einfach mal vor Ort, was für euch und eure Bedürfnisse passend ist. So, hier habt ihr auch nochmal einen Einblick in den Fitnessraum. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Sache, die ich euch zeigen möchte. Wir sind wieder in der Lobby am Anfangspunkt. Und von hier aus könnt ihr einmal in die Gänge nach rechts und links reingehen, wo ihr auch so ein bisschen ja, Shopping-Möglichkeiten habt, als auch noch die ein oder andere Freizeitaktivität, wie beispielsweise Billard spielen. Jetzt sind wir hier mal nach links gegangen. Da habt ihr halt die Möglichkeit, ein bisschen Klamotten zu shoppen und mal einen kleinen Vorgeschmack von dem Bazar aus der Innenstadt von Hogada zu bekommen. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Hier links seht ihr auch Geldautomaten, gibt es immer die Möglichkeit, auch was zu machen. Hier findet ihr Schmucksachen. Unter dem Hotel gibt es auch noch weitere Shops, wo ihr auch einkaufen könnt. Hier nochmal ein bisschen Accessoires sowie Taschen. Und hier hinten, wie gerade gesagt, der Billardraum. So, das Video kommt jetzt zum Ende. Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen und es ist mir gelungen, euch bei eurer Buchungsentscheidung etwas zu helfen. Mein persönliches Fazit, es hat mir sehr gut gefallen und wirklich meine Erwartungen übertroffen, die ich hatte, bevor ich den Urlaub gebucht habe. Ich war mit der Sauberkeit des Hotels, dem Angebot, dem Personal, als auch dem Essen und den Zimmern sehr zufrieden. Also mir hat es gut gefallen und ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Kanal ein Abo, gebt einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar, ein kleines Feedback, wie es euch gefallen hat, was ihr lieber gesehen hättet, ob man hätte was besser machen können oder einfach nur was, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr sowieso schon überlegt zu buchen, dann klickt doch auf einen der Links unten in der Beschreibung und bucht über eines der Vergleichsportale, die ihr sowieso vielleicht genutzt hättet und so könntet ihr mich und den Kanal etwas unterstützen. Checkt auch meine anderen Social Media Kanäle wie Instagram und Facebook ab und lasst etwas Liebe da. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Urlaub, alles Gute, euer Niki.